Zwischenzeit kommt der norwegische Ex-Weltmeister Trond Einar Elden immer näher, überholt Finnlands Altmeister Jukka Ilipuli. Die Franzosen heute mit der schnellsten Laufzeit. Der stärkste japanische Läufer Kodama ruft Dufte aus der Spur. Frankreich, Japan, Deutschland, Norwegen, Finnland, das Finale beginnt. Es gab im Vorfeld ja Diskussionen über die Reihenfolge in der deutschen Mannschaft, da Dufte als schwächere Läufer zum Schluss aufgeboten wurde. Aber letztlich gaben alle Konrad Winkler recht, der da meinte, es hätte auch wenig Sinn, wenn am Anfang wertvoller Boden eingebüßt wird, das ist dann meist nicht mehr aufzuholen. Hier die Norweger und die Finnen. Fabrice Guy aus Frankreich schüttelt endgültig alle Verfolger ab. Repelin, Girard, Guy, ein Trio der Zukunft, vor allem für die Olympischen Spiele in Albertville im nächsten Jahr. Kazuoki Kodama hat auch genügend Luft zwischen sich und die Verfolger gebracht. Rang 3 winkt den Japanern. Schon abgeschrieben, sie können aber über sich hinauswachsen. Das wurde heute bewiesen. Thomas Dufter muss sich jetzt mit Trond Einar Elden aus Norwegen auseinandersetzen. Mit dem Ex-Weltmeister. Fabrice Guy, der übrigens Sylvain Guillaume aus der Mannschaft verdrängte, kann jubeln. Silber. Beim Weltcup in Trondheim belegten die Franzosen schon Rang 3. Sie sind überragende Läufer. Japan. Für Außenstehende die Überraschung. Aber auch bei den Weltcup-Wettbewerben dieser Saison zeigten sie ihre Stärken. Mikata, Abe, Kodama, Bronze. Erbitterter Kampf um Rang 4, Dufter contra Elden, bis zum letzten. Der Deutsche, um einen Hauch eher über dem Zielstrich, hatte sich wieder gefangen. Die Norweger als Titelverteidiger diesmal nur auf Rang 5. Von Rang 5 sprach auch Konrad Winkler, der Trainer der deutschen Mannschaft. Schließlich wurde es der vierte Platz. Thomas, ich kann mir vorstellen, dass Sie ein bisschen traurig sind, oder? Ja, ich bin schon traurig. Aber so ist der Sport. Man kann einfach nichts voraussagen und nichts berechnen. Und die anderen waren einfach besser. Neuer Weltmeister Österreich vor Frankreich und Japan, die deutsche Mannschaft auf Platz 4. Die nächste Meldung bietet mir einen nahtlosen Übergang. Der Klingenthaler Heiko Hunger sicherte sich heute mit einem Satz von 105 Metern beim Abschlusstraining zum Weltmeisterschaftsmannschaftsspringen einen Platz im deutschen WM-Team. Er startet nun mit Jens Weißflog, Uwe Wiesenthal, André Kiesewetter, Zilla Mehlis und Dieter Thoma Hinterzarten. Bobsport. Am dritten Trainingstag zur Vierer-Bob-Weltmeisterschaft in Altenburg fuhr der Oberhofer Volker Dietrich im ersten Lauf Bestzeit und war im zweiten Lauf Zweiter hinter Schweiz 2. Damit blieb Dietrich schneller als sein bereits fest nominierter Teamkollege Wolfgang Hoppe. Tennis. Titelverteidiger Boris Becker hat beim ATP-Turnier in Brüssel das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste besiegte Alexander Volkov, UdSSR, mit 6:4, 3:6 und 6:3. Becker trifft morgen auf seinen Davis Cup-Doppelpartner Erik Jehlen. Einige Fußballresultate mit vergleichender Mannschaften aus der Oberliga Nordost. 1. FC Dynamo Dresden, Fortschritt Bischofswerda 1:0. Dresden spielt am Wochenende in Bochum. Hans-Uwe Pilz, der Spielmacher, leider noch verletzt. FC Rot-Weiß Erfurt, Stahl-Thale 1:1. FC Berlin, FC Stahl-Hennigsdorf 1:1. Und zum Schluss, wir bleiben am Ball, wir sind am kleineren Ball beim Handball. In einem vorgezogenen Punktspiel der ersten Handballliga der Männer schlug der SCM Rostock BSV Stahl Brandenburg mit 23:17, die Tabellenführung, SC Magdeburg vor SC Leipzig und HC Preußen Berlin. Die beiden Mannschaften, die sich gegenüberstanden, belegen Platz 8 und 9, Brandenburg 8., Rostock 9. Damit sind wir schon beim Hinweis für die morgige Sendung. Sportjournal, morgen ab 21 Uhr wieder mit Berichten von der nordischen Skiweltmeisterschaft in Italien.
Ich hoffe allein, die Gala der Sprinter beim großen Meeting der Leichtathletik unter dem Dach der Berliner Dynamo-Halle hat das Aufbleiben gelohnt. In diesem Sinne, Dankeschön, tschüss, schlafen Sie gut, auf Wiedersehen. Haben schon das 1. Februar-UFO gesehen? Dann fehlt Ihnen nur noch eine Geheimzahl, denn in 3 Minuten erfahren Sie die 2. für den Februar. Hat es bei Ihnen schon als Kind angefangen? Wir meinen nicht, dass es uns nicht von hier. Teil 2 des Reprisenzusammenschnitts, worüber man lachen konnte. Helga Hahnemann ist eine der Großen ihres Fachs. The Best of Helga am Freitag. Ich heiße Daniel Kiebert und grüße meine ganze Familie. Mein Vater Dieter Kiebert, meine Mutter Johanna Kiebert, meine Oma und mein Cousin und meine Cousine. Grüße, Wünsche, Glückwünsche. Das ist Tusch am Sonnabend. Er wird leider im Programm des DFF nicht mehr zu sehen sein. Aber inzwischen kann auch im Osten Deutschlands jeder das ZDF und damit die Koproduktion von ZDF, ARD und DFF empfangen. Nimm dir Zeit, heißt Gunther Emmerlichs Schokoladen-Nachkomme. Im Großen und Ganzen geht es um Höhepunkte vergangener Zeiten. Spielerisch soll inzwischen Vergessenes wieder aufgefrischt werden, ohne sich dabei an der reinen Unterhaltung festzuhalten. Festhalten wollte man aber an 2 Schokoladenelementen. Die Sketche Emmerlich Stumpf und der Moderator. Hoffentlich kann die Sendung mit diesen Altlasten bestehen. Nimm dir Zeit am Sonnabend im ZDF. Hier wieder die Erklärung unseres UFO-Spiels. Die 5 Kreuze auf den 3 beim Veranstalter stehen für das UFO-Spiel. Diesmal kommt noch eine 2 für das 2. UFO und die 24 unsere Geheimzahl hinzu. Haben Sie bereits die 1 und die 17 vom 1. UFO, fehlt Ihnen nur noch ein Koordinatenpaar, das vom 3. oder 4. UFO. Man versteht es, Musik zu machen. Die Fans sollten sich den Mitschnitt seines Konzerts im Juli 1990 auf der Berliner Waldbühne nicht entgehen lassen. Phil Collins in Konzert am Sonnabend nach dem Film ihrer Wahl. Ich war UFO 2 mit der 2. Geheimzahl. Wenn Sie einen unserer Videorekorder gewinnen wollen, dann müssen Sie auch noch UFO 3 und 4 finden. Meine Damen und Herren, Effi Briest ist wohl die liebenswerteste Frauengestalt, die Theodor Fontane geschaffen hat. Ihr Glücksanspruch zerbricht an den starren, überholten Lebensformen ihrer Welt. Thomas Mann nannte diesen Roman Fontanes ethisch modernstes Werk, das am deutlichsten über die bürgerlich-realistische Sprache hinaus in die Zukunft weist. Nach einem Szenarium von Christian Collin entstand der nun folgende Fernsehfilm mit Angelika Domröse in der Titelrolle.